Ja, meine Damen und Herren, dann starten wir in den sportlichen Teil der Partie. 16. Spieltag der dritten Liga. Der 1. FC Magdeburg trifft am Samstag auf den Halleschen FC. Leider ohne Fans im gesamten Stadion. Und deswegen würde ich sagen, blicken wir gleich mal auf die sportliche Situation, denn das Spiel wird trotz alledem ausgetragen. An meiner Seite begrüße ich Trainer Jens Hertel. Wie gewohnt würde uns natürlich alle interessieren, wie sieht es aus im Kader? Welche Verletzten gibt es oder gab es diese Woche Rückkehrer und können vielleicht sogar dabei sein? Ja, also hallo nochmal an alle. Also es gab schon ein paar Rückkehrer. Das ist sehr erfreulich. Also Michael Niemeyer und Manuel Farona-Polito sind jetzt komplett mit eingestiegen. Dazu kommen ja die zwei Spieler, die ihre Sperre jetzt abgesessen haben, Christopher Hanke und Niklas Brandt. Dazu eben nur Christian Beck, der dann eben gesperrt ist, plus Nils Butzen. Von der Seite her ist schon eine leichte Entspannung da. Maurice Exlager ist auch wieder zurück ins Training gekehrt seit gestern. Also die Lage ist schon etwas entspannter, als das zuletzt vor dem Groß-Asbach-Spiel war. Nun spielen wir gegen den Halleschen FC. Die Hallenser sind seit 10 Spielen ungeschlagen. Das ist eine unheimliche Serie, gerade in der dritten Liga. Wie kann es denn aus unserer Sicht gelingen, da Paroli zu bieten? Naja, da gibt es immer Mittel und Wege. Jede Serie endet mal, auch 10 Spiele ohne Niederlage. Umso länger die Serie ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann halt auch irgendwann mal bricht. Also wir machen uns da jetzt um ihre Serie keine Gedanken. Wir wissen, dass es eine gute Mannschaft ist, die ihren Rhythmus gefunden hat, die sperrig zu spielen ist, die individuelle Qualität hat. Aber das haben viele Mannschaften in dieser Liga. Halle schafft das halt jetzt seit 10 Spieltagen eine gewisse Konstanz auf den Platz zu bringen. Eine Grundleistung, die jetzt immer auch belohnt worden ist mit Punkten. Aber wir sind jetzt eben doch die letzten 3 Spiele ungeschlagen, haben hier gegen Rostock ein tolles Spiel gemacht zu Hause, haben jetzt in Groß-Asbach endlich wieder gewonnen und da gilt es anzuknüpfen. Also Angst haben wir nicht, egal wie die Situation jetzt hier ist. Wir haben 2 Spiele in diesem Stadion gemacht ohne Zuschauer. Die haben wir beide gewonnen, natürlich bloß gegen Regionalligisten, aber das ist halt so eine Atmosphäre, die jetzt nicht ganz neu für die Mannschaft wäre, obwohl es natürlich, muss man sagen, es ist natürlich für uns eine klare Schwäche, jetzt hier ohne Zuschauer so ein Derby bestreiten zu müssen. Marius Sobislo, Kapitän des 1. FC Magdeburg, herzlich willkommen an unserer Seite. Der Auswärtssieg in Groß-Asbach, der Trainer hat es schon angedeutet, endlich wieder gewonnen. Wie ist der für die Mannschaft auch einzuordnen? Wie bedeutsam war der? Das war ein enorm wichtiger Sieg und man hat auch gesehen, dass die Mannschaft einfach unbedingt den Dreier mit nach Hause fahren wollte. Wir haben uns da ins Zeug gelegt, haben verschiedene Phasen gut gemeistert und im Endeffekt tut jeder sich gut und wir sind froh darüber, mit einem Dreier im Rücken das Derby angehen zu können. Nun schauen wir auf das Spiel am Samstag. Ein wichtiger Faktor, die Fans im Rücken, fällt leider weg. Deswegen fällt mir die Frage auch etwas schwer, aber wie stellt sich jetzt das Team trotzdem auf dieses Duell ein? Ja, das ist klar, Fußball hat was mit Emotionen zu tun. Da gehören natürlich auch die Fans dazu, die sind sehr, sehr wichtig für uns. Also wir leben auch ein wenig von den Fans, die können noch mal so ein paar Prozente freischaufeln. Und daher ist das schon, ich weiß es gar nicht einzuordnen, schon schwierig. Aber dennoch müssen wir unseren Job machen. Und dafür können wir einfach die Trainingseinheiten, die uns geboten werden, optimal nutzen, konzentriert auf das Spiel uns vorbereiten. Und das Schöne ist ja halt bei Derbys, dass man da eigentlich großartig nicht viel machen muss. Im Unterbewusstsein ist es irgendwo abgespeichert, dass ein Derby bald stattfindet. Und dadurch steigt natürlich die Anspannung bei jedem Einzelnen von alleine. Danke, Marius. Ja, dann kommen wir zu Ihren Fragen, liebe Vertreter. Gibt es Fragen im sportlichen Belang? Wolfram Engel, bitte. Ja, Marius, wann und wie habt ihr erfahren, dass der Stimmungsausschuss der Zuschauer stattfindet? Und wie habt ihr als Mannschaft reagiert? Ob es schon jeder mitbekommen hat, das weiß ich nicht, dass die Zuschauer am Wochenende nicht dabei sein werden. Aber innerhalb dieser Woche hat man vermehrt schon ein paar Informationen bekommen, dass es wohl Probleme mit der Statik des Stadions gibt und dass es auch dazu kommen kann, dass die Zuschauer ausgeschlossen werden.
aber es war halt noch nichts fix und auch nichts Festes. Also da wollten wir auch nicht irgendwo raufspringen und irgendwas spekulieren. Ja, und vereinzelt haben wir jetzt davon ja, jetzt die Kenntnis bekommen und ist natürlich schon sehr heftig, muss man sagen. Frank Martin. Ich wollte gerne mal was Sportliches fragen, um das Ganze ein bisschen auszuwenden, was ja schlimm genug ist. Jens Happel, Christian Beck ist ja nun gesperrt, fehlt. Haben Sie da schon möglicherweise was im Hinterkopf, wie Ihre Alternativen aussehen könnten? Und möglicherweise wäre ja Marius auch einer, den Sie dann in Ihrer Aufstellung ein bisschen mehr nach vorn ziehen könnten. Aber Sie haben gesagt, Michael Niemeyer kommt wieder. Also spielt das da schon irgendwie im Hinterkopf eine Rolle oder haben Sie schon sowas im Kopf, wie es gehen könnte? Ja, im Kopf hat man schon ein paar Situationen, wie es eben passen könnte. Wir werden das werden heute im Training natürlich nochmal nutzen, um ein paar Sachen da auch nochmal zu testen. Gibt es ja verschiedene Optionen. Also Marius wäre eine, dann Julius Dücker, Maurice Exlager, Manuel Farona Pulido wären halt dann schon auch ja, Leute, die, sag ich mal, in Christians Fußstapfen treten können. Will ich gleich anschließen, Marius, wie sehen Sie das? Würden Sie denn gerne ein bisschen offensiver spielen gegen Halle? Ich glaube, für mich ist es jetzt nicht irgendwie was ganz Neues, wo ich sagen würde, oh mein Gott, was muss ich da jetzt machen? Sondern die Position ist mir schon vertraut, jetzt nicht unbedingt als Stoßstürmer, aber das habe ich auch hier schon mal in Testspielen gespielt oder in Aalen war ich ja auch mal so ein Notnagel. Ja, wie der Trainer sagte, ich bin nicht die einzige Option. Wir haben viele gute Jungs, die auch vielleicht die Möglichkeit bekommen könnten, gerade jetzt, wo unser Knipser leider pausieren muss, sich vielleicht auch im Vordergrund spielen können. Also mich freut es umso mehr, dass wir die Jungs einfach haben und dass als Trainer man auf so welche guten Jungs zurückgreifen kann. Und er hat die Qual der Wahl. Das ist richtig. Weitere Fragen. Welche Rolle würde denn der Trainer Marius Sowieso wählen? Ich würde mich spielen lassen auf jeden Fall. Michael Nowak, bitte. Ja, eine Frage an Marius. Das Spiel findet ohne Zuschauer statt. Man hört praktisch jedes Wort, auch der Schiri, was auf dem Platz gesprochen wird. Muss man sich da mal neu drauf einstellen? Weil ich sag mal, die Fußballsprache ist schon derb und man keift sich ja schon mal an im Spiel. Berücksichtigt man das im Kopf und sagt, ich halte das mal lieber die Klappe oder sag mal nichts? Ja, ich denke, wir pflegen keine Frikalsprache, also wir sind da sehr gebildet in unserer Ausdrucksweise. Also dementsprechend kann das ruhig jeder hören. Weitere Fragen? Ja. Oliver Leister ist noch vielleicht? Nochmal. Okay. Michael Niemeyer ist wieder im Training nach längerer Verletzungspause, ist er denn schon so weit, dass er auch spielen könnte? Nee, das denke ich sicherlich noch nicht. Also er hat immer noch ein bisschen Probleme mit seiner Maske. Das ist immer nicht so einfach, bis man da so ein Stückchen Rhythmus findet. Aber er ist eben jetzt ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Und das freut uns und ihn natürlich auch. Aber das wäre sicherlich jetzt hier für so ein Derby mit diesen ganzen Unbekannten lange nicht trainiert mit der Mannschaft und dann so eine Maske. Das Risiko wäre sicherlich zu groß, ihn da jetzt okay. Herr Novak. Ja, vielleicht noch mal eine Frage zu André Aino. Er hat ja jetzt die Hoffnung, er muss ja jetzt diese Woche nochmal zur Untersuchung MRT, dass sich jetzt mal sein Leidensweg endlich entspannt und er Sicherheit hat, was es ist. Haben Sie schon Erkenntnisse, ob da jetzt eine Diagnose getroffen werden konnte? Nee, also ich habe jetzt noch nichts Neues. Also ich kenne bloß den Termin, den er jetzt hat in Leipzig, glaube ich, und aber da bin ich noch nicht informiert über die Ergebnisse. Frank Martin. Jens, ich würde gerne nochmal fragen, Sie haben vorhin schon so ein bisschen die Stärken des Halleschen FCs gekennzeichnet. Worin liegen die aus Ihrer Sicht? Die spielen ja seit 10 Spielen unbesiegt, sind Dritter momentan in der Liga. Was ist da so das, was Sie ausgemacht haben, das Punktum, das Halle so gut macht momentan? Ja, sie haben schon dann im letzten Drittel sorgen sie schon für Gefahr. Da sind ja auch so, schaffen das also relativ viele Spieler mit im gegnerischen Strafraum zu bringen. Profitieren dann halt auch davon, sag ich mal, dann auch so eine, dann hat man mehr Anspielstationen. Also Fennell ist sicherlich ein wichtiger Baustein für ihr Spiel, der dann, sag ich mal, defensiv
relativ gut abräumen, trotzdem immer wieder auch mit nach vorn stößt, den wir dann natürlich schon ein bisschen mit im Auge haben müssen. Und alle anderen, ja, die kennen wir ja schon, ja, die haben einen relativ hohen Konkurrenzkampf auch da. Und ist es schon natürlich dafür gesorgt, dass da immer Spannung ist im Training. Ich glaube, die Mannschaft ist fit, die können marschieren und das ist schon mal wichtig, ja, in der dritten Liga. Also, und dann haben sie, ja, ich würde jetzt auch sagen, sie haben jetzt nichts Überragendes, ja. Also das, was wo man sagt, jetzt ist ein Alleinstellungsmerkmal, was jetzt Halle dafür auszeichnen würde, dass sie jetzt unbedingt aufsteigen müssen. Aber sie haben eben alles, was eine gute Drittligamannschaft haben muss. Und wenn dann noch so ein paar Sachen dazukommen, so ein Selbstbewusstsein durch eben so eine Serie, dann kann das natürlich oder führt das dazu, dass sie eben da stehen, wo sie jetzt eben stehen. Aber wir wissen alle, in dieser Liga, das kann sich eben doch mal schnell wieder in die andere Richtung drehen. Und da sind wir natürlich gefordert, jetzt hier ein Stoppschild zu setzen und die drei Punkte hier in Magdeburg zu behalten. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dies ist nicht der Fall, dann schließen wir auch den sportlichen Teil an diesem Tag und ich danke für Ihr Kommen.